Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Dark Souls Remastered für die PlayStation 4. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen durch diesen Untergrund da gekämpft und Sif befreit. Und danach sind wir noch zum optionalen Boss gegangen, haben den einmal oder zweimal probiert. Ich habe ihn jetzt offscreen noch dreimal probiert, bin dann aber mit einem Homeward Born raus, damit ich zumindest meine Seele und meine Menschlichkeit behalte. Der Grund, warum ich ihn jetzt nicht weiter probiert habe und auch gerade gar nicht motiviert bin, ihn weiter zu probieren, ist die Art und Weise, wie er designt ist. Ich finde ihn optisch sehr cool und er hat auch bestimmt storytechnisch das ein oder andere zu bieten. Ich muss allerdings sagen, gameplay-technisch finde ich eine reine Katastrophe tatsächlich, weil das Problem bei ihm ist, die Schwierigkeit bei ihm setzt sich vollständig daraus zusammen, dass dem Spieler hier wirklich keine Fairness geboten wird. Normalerweise ist es ja so, bei Dark Souls, klar, da muss Difficulty sein und ich habe mich ja schon öfter beschwert, aber es gibt so ein paar Stellen, die sind einfach nur dann so designt, dass sie wirklich absichtlich unfair dem Spieler gegenüber sind. Und das sind dann diese Stellen, die ich nicht mag und die mir auch ja, Level-Design-technisch überhaupt nicht passen. Ich bin jemand, der sich sehr viel mit Level-Design auseinandergesetzt hat in seinem Leben. Deswegen analysiere ich das da vielleicht manchmal noch ein bisschen notwendiger, weiter als notwendig. Ich möchte allerdings aus dem Let's Play diese ganzen, naja, ich sage mal, das Professionsvokabular, sage ich mal, möchte ich aus dem Let's Play aber weitestgehend raushalten, weil das sonst irgendwie so gehoben klingt und dann vielleicht niemand was versteht und dann denke ich mir so, gut, wenn niemand was versteht von dem, was ich erzähle, brauche ich das auch nicht erzählen. Deswegen, ganz normal gesagt, Level-Design-technisch ist der Boss eine Katastrophe, weil, wie gesagt, auch wenn Spiele natürlich versuchen, schwer zu sein, Dark Souls natürlich auch, sollte es trotzdem noch im Rahmen einer Fairness bleiben. Also natürlich ist es auch so, ein Boss sollte in gewissermaßen stärker sein als der Spieler, weil, ja, ansonsten wäre es ja keine Challenge, da müsste man quasi nicht nachdenken, wie man die Bosse jetzt erledigt und so. Aber bei dem Boss ist es so, dass er gerade im Vergleich zu den meisten anderen Bossen in dem Spiel eine sehr, sehr hohe Angriffsfrequenz hat. Und diese Angriffsfrequenz ist tatsächlich so hoch, dass sie in einem gewissen Rahmen, wenn ich jetzt einfach... Es kann natürlich auch sein, dass ich irgendwas jetzt falsch verstanden habe bei dem Boss. Das kann auch sein. Dass in einem gewissen Maß nicht konterbar ist. Also mir ist das jetzt aufgefallen, auch in den weiteren Versuchen, die ich noch hatte, dass er an sich gar nicht schwer ist. Wenn man unter ihm steht, dann kann man angreifen, da kann man relativ gut ausweichen. Da hat man auch die Möglichkeit, zwischendrin mal Essens zu trinken, auch wenn der Rahmen bei ihm wirklich, wirklich gering ist, in dem man Essens trinken kann. Allerdings ist das Problem bei ihm, sobald man einmal weiter weg von ihm ist, also aus einer gewissen Distanz raus, dann ist es nicht möglich mit so einem Bild wie dem hier gerade, der doch relativ schleppend ist, sage ich mal, ist es nicht möglich, wieder ranzukommen. Also ich habe wirklich viel probiert, aber man kommt nicht mehr wieder ran. Er hat dann so eine Attackefrequenz, dass es durchaus möglich ist, dass ich aufstehe, aber nachdem ich aufgestanden bin, ist es fast unmöglich, seinen Folgeangriffen auszuweichen, geschweige denn dann noch ein Estus zu trinken und erst recht beides zu machen. Also ich habe häufig geschafft, dann nochmal eine Rolle zur Seite zu machen oder ein Estus zu trinken, aber dann kam instant der nächste Angriff und ich war auch nicht mehr in der Lage, genug Ausdauer oder so zu haben, um... Oh, wieso habe ich jetzt ein Estus getrunken? Ups. Den Schild nochmal hochzupacken, dass ich nochmal einen Angriff abwehren kann und sowas. Also mit dem Bild, den ich aktuell habe, würde ich wirklich sagen, ist der Kampf unverhältnismäßig. Und unverhältnismäßig sollte es wirklich nicht sein. Das ist nur so meine generelle Ansicht. Ich mag Dark Souls und ich finde diese Challenge auch häufig sehr cool, dass man eben nicht einfach nur durchmarschiert durch die Welt sozusagen. Aber es gibt da dann doch so ein paar Grenzen, wenn eben ja einfach die Verhältnismäßigkeit nicht mehr stimmt. Und bei dem Boss stimmt sie definitiv nicht. Ich würde sagen, dass er nicht mal unbedingt der schwerste Boss im Spiel ist.
Man muss ihn nur richtig machen und vielleicht ein paar Mal üben und Glück haben, vor allem, dass man an ihm dranbleibt und nicht wegkommt. Weil immer, wenn ich an ihm dran war, habe ich wirklich, wirklich viel Schaden hingekriegt. Aber sobald ich dann einmal von ihm weg war, war Ende im Gelände. Und ja, dann dachte ich mir jetzt gerade einfach, nee, das tue ich mir jetzt erstmal nicht an. Da kann ich meine Zeit sinnvoller verbraten. Ich habe mir mal angeguckt, was er so droppt. Ist schon cool, ja, 60.000 Seelen zum Beispiel, damit kann man leben. Aber ich möchte dann sowohl meine Zeit als auch meine Nerven einfach dafür nicht verschwenden und dann lieber erstmal normal mit dem DLC weitermachen. Weil er ist, wie gesagt, vollkommen optional und man braucht ihn auch wirklich nicht unbedingt. Also ich werde ihn wahrscheinlich auch links liegen lassen. Ich glaube nicht, dass ich ihn nochmal machen werde, beziehungsweise nochmal machen möchte vor allem. Und jetzt sehe ich gerade, ich könnte ein Problem haben. Ich glaube, dass ich eigentlich menschlich sein will, wenn ich durch diese Nebelwand gehe. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich das möchte. Muss ich nochmal ganz kurz lesen. Aber ich glaube, dass ich menschlich sein möchte. Oh, weiße Scholle. Wenn ich da gleich durchgehe. Aber der Weg zum Boss von dem Leuchtfeuer aus ist jetzt nicht so krass. Also, da könnte ich auch. Also, ich würde jetzt einmal bis unten gehen, damit ich auch mal die ganzen Items und so einsammle. Und einmal die ganzen Gegner gekillt habe und so weiter. Vielleicht kriege ich zusammen mit den Seelen aus meinem Inventar noch ein Level-Up zustande. Aber wenn hier wirklich der Boss ist, dann möchte ich mich doch nochmal menschlich machen, bevor ich da reingehe. Hammer, Hammer, Seele hält. Sehr schön, das sind nochmal 10.000 Seelen. Und nochmal eine Menschlichkeit, wunderbar. Ja, also ich denke mal, dass das hier der Bossraum sein wird. Ich kann einmal kurz reingucken und mich dann also wegteleportieren. Beziehungsweise ich muss mal ganz kurz lesen. Also es gibt einen Grund, warum ich menschlich sein möchte. Warum will man vor einem Boss menschlich sein? Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Aber ich will noch mal ganz kurz gucken. Also nur mal sicher gehen, dass ich jetzt hier nichts wieder falsch mal gelesen habe. Und nur noch mal ganz kurz gucken, dass ich das wirklich muss, weil ansonsten würde ich auch jetzt einmal riskieren, den Boss so zu probieren. Bla 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 bla. Okay, das ist interessant. Ich sehe nämlich gerade, also man kann hier jemanden beschwören halt zu dem Boss. Aber ich sehe gerade, die Summon Sign ist im Bossraum. Das finde ich interessant. Was ist hier noch? Hack von Ich will mal kurz was gucken. Also ich habe gerade gelesen, es gibt eine Cheebe-Taktik, wie man den Boss besiegen kann, ohne dass man in den Bossraum geht. Ah ja, da unten sieht man diese beiden roten Augen. Und mit einer bestimmten Art von Bogen kann man den von hier aus abschießen. Bis er tot ist. Ja, da stand aber irgendwie was mit Range 50. Hier, Reichweite 50. Hä, Moment. Ernsthaft? Ich könnte den jetzt. Not great bows. Okay. Achso. Das ist ja kein Great Bow, das ist einfach nur ein Bogen. Also mit meinem Langbogen könnte ich den hier jetzt theoretisch abschießen und killen. Moment. Ich will nur mal kurz gucken. Ich will mal so zwei Pfeile da reinschießen in die roten Augen. Sehe ich sie nicht?
Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich getroffen habe, wahrscheinlich nicht. Aber. Okay, ich würde einfach mal probieren, kurz in den Bossraum zu gehen und jetzt zu gucken, ob er Schaden hat oder nicht. Aber dann würde ich mich, wie gesagt, nochmal raus teleportieren wollen, wegen Humanity. Die Hand kennen wir schon. Hi. Nee, nee, Summon Sign ist definitiv nicht hier mitten im Raum. Gut, interessanter Boss. Und ich habe ihn jetzt gerade zum ersten Mal gesehen, wie er hier aussieht. Und ich habe richtig tolle Nachrichten. Ich habe diesen Boss schon mal gesehen. Nicht im Spiel natürlich, aber in einem Ranking der schwersten Souls-Bosse. Wie unpraktisch. Sagen wir mal. 5000 reichen, glaube ich, nicht. Nee. Moment, wie viel fehlen mir? 1700. Na gut, wenn ich mal kurz zweimal den Weg hier lang gehe und die Typen kille. Ich glaube, wenn ich die alle zweimal kille, sollte ich 1700 zusammen haben. Da muss ich jetzt nicht noch so ein Seelen-Item benutzen. Reicht sogar schon einmal. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5 mal 400. Ja, sind 2000. Ja. Tatsache. Aufsteigen. Und Wille. Dankeschön. Noch zweimal müssen wir. Okay. Ich kann euch so viel sagen. Ich bin absolut nicht bereit für diesen Boss. Weil ich habe. Also, wie gesagt, rein optisch kenne ich diesen Boss schon. Wie der Boss funktioniert, weiß ich nicht. Also, ich kenne den Kampf selbst nicht. Nur das Bild von ihm. Aber ich weiß, dass er bei diversen Rankings. Wieso habe ich zwei Menschlichkeiten jetzt gehabt? Wo kommen die her? Hä? Kriege ich irgendwie eine Menschlichkeit, wenn ich meinen Willen hochpacke oder sowas? Oh, shit. Was soll ich jetzt sagen? Genau, er war nämlich auf diversen Souls-Boss-Rankings auf Platz 1 der schwersten Souls-Born-Bosse ever. Also der gesamten From-Software-Reihe. Ich hoffe allerdings, dass es wirklich eine Form von Schwierigkeit ist und nicht wie bei Calamity unten eine Form von Unfairness und Unverhältnismäßigkeit. Oh, Jesus, weil wenn es wirklich Schwierigkeit ist, dann kann man üben, dann kann man das probieren. Zwar wahrscheinlich immer und immer wieder. Ich habe jetzt auch gerade gar nicht darauf geachtet, ob ich ihm jetzt Schaden gemacht habe mit den Pfeilen. Beziehungsweise, ob ich überhaupt an der richtigen Stelle stand, um ihn zu treffen. So, ich werde mal wieder versuchen, an den Bossen, an den Gegnern jetzt möglichst vorbei zu rushen, weil klar, die droppen noch Menschlichkeiten und so. Da scheinen irgendwie echt Menschlichkeiten in
Form zu sein, keine Ahnung. Aber ich will einfach so viel HP wie möglich jetzt behalten. Und ich kann ja, wenn ich dringend irgendwie nochmal Menschlichkeit brauche. Ah, fuck you. Kann ich hier auch später nochmal rein. Jesus Christ. Okay. Ich bin gerade wirklich sehr, sehr, sehr respektvoll. Also, mein Herz schlägt vor Respekt. Ich habe Schiss vor dem Boss, das kann ich ja mal ganz offen so gestehen. Klar, ich lasse mich jetzt natürlich von diesen Rankings absolut abschrecken. Aber wie gesagt, vielleicht ist das auch berechtigt. Bin ich bereit? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Let's go. Oh. Wo ist das Summon sein? Ich bin jetzt menschlich. Au. Oh. Da ist es. Au. Oh. Au. Oh. Au. Oh. Okay, chill mal kurz deine Basis. Wie wär's damit? Hallo Sif. Au, was war denn das für eine Range? Au. Hallo Sif. Oh Gott. Jetzt macht er das schon wieder. Alter, was ist denn falsch mit dem? Chill mal deine Basis, wirklich. Sif macht irgendwie nicht viel Schaden, aber er lenkt ab. Das ist mir persönlich viel wert. Au. Au. Was macht Sif? Au. Ich habe gerade auch gesagt, bevor ich Schaden genommen habe, aber es war abzusehen, was da passiert gleich. Oh. Fuck. Jesus Christ. Danke für deine Hilfe, Steve. First try, würde ich sagen. Seele des Manos, dankeschön. Huch. Die kenne ich doch. 10 Menschlichkeiten, ne? Tschüss, Steve. Puh. First try, liebe Leute. Erstmal Punkt auf Wille. Einmal muss ich noch Wille. Dann haben wir die Geschichte. Muss ich bei dir jetzt vielleicht diesen silbernen Anhänger benutzen? Ich
google mal schnell, weil sie wird ja nicht einfach so hier rumliegen. Ich glaube nicht, dass der DLC hier jetzt einfach dann vorbei ist, oder? Wie heißt denn der DLC überhaupt? Moment mal. A-O-T-A ist die Abkürzung. Artorias of the Abyss, okay. bla 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 bla. Bla 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 bla. Locations, Chasm of the Abyss. Da sind wir gerade. Saving Sif, okay. Bla 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 bla. Finding the Father. Manus, Father of the Abyss. After you defeat Manus, you can head back up to the Royal Wood to take on Calamity. Nope. Hier steht nichts mehr weiter mit diesem NPC, mit dieser Frau. Geht vielleicht auf der Bosskampfseite noch irgendwas? Bla bla, has no grab move, cool. His tail cannot be cut off. Gut, ich habe mir gerade gar nicht so Gedanken darüber gemacht. All his dark magic can also be blocked with a silver pendant. Oh, der wäre sogar noch einfacher gewesen. Hä, wieso war der dann auf den Top-Listen von Schwierigkeit? Weil, na gut, okay. Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich habe auch den Nameless King, der ganz oben auf den Top-Listen steht, in Dark Souls 3, der auf seiner Boss gefickt first try. Ja, das sage ich immer wieder gern, weil es so surreal klingt bei mir. Bei meinem Spielstil. Strategy, okay, bla bla bla. Das haben wir haben ja schon gekillt. Recommendations, bla. Sowas brauche ich nicht. Don't forget to repair your equipment, bla bla bla. Range, Strategy, bla. No, it's up on the feed in main as a bonfire appears near the ledge of fighting grounds with Dusk of Olus lying near it. Ach, genau, stimmt, sie ist ja Dusk, ich erinnere mich. Only able to whimper. She appears back at her original location at the Darkroot Basin after you warp or exit the game and... Aha. Ich muss mal kurz lesen. Okay, cool. Dann machen wir das auf jeden Fall noch. Also wir... Stimmt, ich wollte ja so wie... Ich erinnere mich noch, ich wollte ja vor langer Zeit schon mal wieder zurück zu dem Sanctuary erstmal, um nochmal mit der Frau Mushroom zu reden. Das mache ich jetzt erstmal. Odyssee Mausoleum. Und danach muss ich nochmal dahin, wo wir damals die Hydra bekämpft haben. Wo wir zum ersten Mal auf Dusk hier getroffen sind. Und dann muss ich da nochmal mit ihr reden, weil da soll sie dann wohl wieder respawnen. Hi. Ich habe dich gewartet. Du hast Prinzessin Dusk und Ritter von diesem terrible primeval human. Even halting the spread of the Abyss. I salute the grandeur of thine enterprise. Please allow me to express my gratitude. I thank thee, as do we all. Boah, krass, Pilze. Die würde ich mir gerne braten. Oh. Lucille Elfenbeinbeschleuniger. Ja, komm her, ich nehme das mal mit. Und das Ball, das kaufe ich mir auch einfach mal. Verborgene Waffe. Macht recht immer für unsichtbar. Ist bestimmt im Online ganz lustig. Gut. Okay. Ja, bla bla bla. Pilz, ja, deine Mutter ist ein Pilz. Okay. Mögen die Flammen euch leiten, ja, bloß nicht hollow werden oder so. Was sind das für Pilze, die du mir jetzt gegeben hast? Sind das Upgrade? Ne, hier. Heilt zeitweise viele TP. Jesus Christ, cool. Cool. Wie cool ist das denn? Ey, das meine ich gerade voll ernst. Das freut mich richtig. Find nice. Cool. So. Und jetzt müssen wir nochmal... was ist jetzt das schnellste Leuchtfeuer? Wenn ich gerade mal so drüber nachdenke. Vom Schmied aus ist halt ein Stück.
Aber es würde gehen. Weil da kann man sich nicht hin teleportieren. Vielleicht durch die Valley of Drakes, durch den Feuerbandschrein. Da müsste ich aber durch die ganze Drachen-Valley halt, durch das ganze Drachental. Ich glaube, da gibt es echt kein Leuchtfeuer, was in der Nähe ist, beim Darkroot-Becken da unten. Außer halt, jenes. Oh, ist das warm. Oh, mir ist so warm. Gut, dann gehen wir nochmal kurz zu ihr. Und wenn der Part dann noch nicht zu lang ist, wird aber wahrscheinlich sein. Sonst hätte ich schon mal die nächste Sache von der To-Do-List abgehakt. Also, das ist cool. Wir haben den DLC geschafft. Übrigens. Zwar den einen optionalen Boss jetzt noch nicht, Kamit. Aber ich werde ihn trotzdem in mein Boss-Ranking mit reinpacken. Weil ich genug von ihm gesehen habe. Ich werde mir vielleicht im Internet nochmal anschauen, ob irgendwas Besonderes passiert, wenn man ihn tötet. Ob das ihn vielleicht nochmal im Ranking eine Stufe höher oder tiefer packt. Manus werde ich jetzt, oder Manus, wie auch immer, werde ich jetzt auch gleich noch in meine Ranking packen nach dem Part. Und dann fehlen nicht mehr viele Bosse für das Ranking aus Teil 1. Denn wir neigen uns wirklich dem Ende zu. Wie gesagt, in den nächsten 2-3 Parts ungefähr werde ich nochmal mit ein bisschen Nebenkram verbringen. Dankeschön, ich wusste gar nicht, dass ihr das auch droppt. Cool. Mit ein bisschen Nebenkram verbringen. Das eine davon sollte relativ schnell gehen. Das zweite geht auch wirklich schnell. Und die anderen beiden Sachen hängen direkt miteinander zusammen. Also, wow, fehlt mal deine Basis. Also, so to say, sind eigentlich nur noch ja, zwei Kleinigkeiten und eine etwas größere Sache. Wobei allerdings zwei Sachen auf einmal hintereinander fertig gemacht werden, sozusagen. Denn uns fehlt tatsächlich noch ein komplettes optionales Gebiet, beziehungsweise zwei komplette optionale Gebiete, aber die hängen halt zusammen. Das ist das, was ich meine gerade. Dann würden wir langsam in Richtung Ende des Spiels gehen. Aber wie gesagt, im nächsten Part muss ich erstmal noch zwei Kleinigkeiten machen. Dann das optionale Gebiet. Und dann bringen wir endlich die vierte und letzte Fürstenseele, die wir immer noch im Inventar rumtragen, zum Herrschergefäß. Zur Lord Vessel. Und dann habe ich, boah, ich 43 Menschlichkeiten plus 6 Seele des Manes, Wächterseele. Ich habe schon gut Kram. Ich finde es auch übrigens sehr cool, muss ich wirklich mal anmerken, als was äußerst Positives, das finde ich wirklich, wirklich cool, dass diese DLC-Seelen, also erstmal natürlich, dass überhaupt die Bosse im DLC auch nochmal solche Boss-Seelen geben, aber ja, würde ich mal sagen, das ist eigentlich selbstverständlich. Mal so ein bisschen, aber dass die alle ein anderes Design haben, finde ich total cool. Also, dass diese so separat besonders extra Design sind, das finde ich persönlich wirklich sehr, sehr, sehr cool. Muss ich positiv anmerken, gefällt mir gut. Und ich habe zwar jetzt noch keine hundertprozentige Antwort darauf bekommen, ob meine Theorie vom Anfang des DLCs richtig ist, dass das in einer anderen Zeit spielt, aber da wir Artorias erlöst haben und er ja bei uns eigentlich schon lange tot ist und das Sif in klein war und der Darkroot Garden in anders, würde ich mal behaupten, es ist safe to say, dass das irgendwie wirklich zeitlich vor der Hauptwelt spielt. Hier irgendwie, der sind in der Zeit gereist, mit keine Ahnung, aber hier ist irgendwie nicht dieser NPC. Was soll das? Soll ich mich jetzt verarschen? Moment, das muss ich nochmal lesen. Dusk. Princess Dusk. Sorry, ich sitze gerade hier hinten zum Lesen, das ist einfacher. Dusk of Ulysseer. Encounters after you. What? Achso. She appears on the Chasm of Abyss after Manus has been defeated, sobbing quietly and inconsolable. She will not speak to the player. She can be killed by a melee attack at this state, however. Doing so will, besides the obvious effect of moving her from the game entirely, also cause Mushroom Lady Elizabeth and the Sanctuary to vanish, rendering Dusk's shop inaccessible for the remainder of the playthrough.
Once saved from the abyss, her summon sign will reappear. She believes to have been saved by... A moment. Her summon sign. If you insinuate, blah, blah, blah. Was denn für ein Summon sign? Moment. Princess Dusk Summon sign. Cannot find Dusk of Olis will Summon sign. Alter, dann sehe ich auch nichts. Sometimes it's invisible. Walk around the rock and mash A button. Oh, okay. Sentry from the rock in the water. The exact location was right where the Hydra sits. Ah, natürlich nicht im Wasser drin, logischerweise. War gerade irgendwas mit Hit the Rock, aber nicht der hier, oder? Weil das ist ein Stein. Mehr Stein, das ist ja nicht. Ich geh nochmal weiter vor. Vielleicht ist es nicht hier ganz hinten drin. Oh man, ist nur so unfassbar langsam in diesem Wasser. Fuck my life. Ich habe echt keine Ahnung, wo das sein soll. Also ich würde sie jetzt natürlich nochmal gerne rufen und mit ihr sprechen, weil hier soll irgendwo ihr Summon Sign sein. Hä? Welcher Rock denn? Ich muss noch mal googeln. Also sorry, aber ich bin blind oder so. Es ist doch nicht auf der anderen Seite von dem Wasser, oder? Summon sign. Hier, Summon sign. Video, 45 Sekunden. Das klingt doch gut. Ja. Okay, er steht da vorne. Moment, achso, er steht doch da vorne, wo man die Hydra bekämpft hat. Und nicht hier hinten. Ja, jetzt. Ach so, okay. Summon Sign ist echt da vorne. Oh Mann. Oh Mann, verdammt. Gut, dann gehen wir da nochmal wieder hin. Sorry für die Zeitverschwendung. Aber ich dachte, weil man sie hier hinten halt getroffen hat, dass dieses entsprechende Summon Sign dann potenziell auch hier hinten ist. Hätte man potenziell vorausgehen können? Offensichtlich nicht. Was ist das eigentlich? Ach so, das habe ich mich schon immer gefragt. Das ist eine Blume, also eine Pflanze, die irgendwie viel Schatten in sich trägt. Hä? Was ist das denn? Moment. LOL! Das ist der Ort, wo Calamate ist. Wo der Bosskampf gegen Calamate war. Das ist jetzt die Leiter, oder nicht? Und das ist der Wasserfall. Und wo führt mich denn die Leiter dann hier hin? Die ist mir noch gar nicht aufgefallen. LOL, also okay, ich merke jetzt, hier bin ich. Hier ist dieser Bosskampf gewesen. Das ist ja echt witzig. Ich habe die Items da unten gar nicht aufgehoben. Beim Bosskampf fällt mir mal auf. Vielleicht töte ich ihn eines Tages noch. Wahrscheinlich nicht. Okay. Ja, das führt mich ja hier hoch zu dem Fockgeld quasi. Aber wo führt es mich denn hier hin? Also ich meine, was ist denn hier dann in dem Spiel? Hier war ich ja noch gar nicht. Leute, fuck mich jetzt mal kurz nicht ab, bitte. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Hier ist noch eine Leiter. Ah! Was ist denn hier noch? Vielleicht ist hier jetzt noch ein Shortcut zu irgendeinem Leuchtfeuer. Das wäre cool. Oder irgendwo hin in den Dark... Das sieht echt aus, als würde mich das irgendwo in den Darkwood Garden führen. LOL. Sehr witzig. Okay, aber jetzt gehen wir erstmal kurz zu Dusk. In den Darkroot Garden wollte ich erst im nächsten Part nochmal für eine Kleinigkeit, die wir noch zu erledigen haben. Aber das ist ja cool. Das ist tatsächlich genau hier, wo der optionale Boss ist. Wie nice.
Voll nice. So. Princess Dusk of Ulysseal. Einem scheinbar untergegangenen Königreich. Oh, ist das jetzt ein Dümmer. Ah ja, das ist Summons sein. Fuck off. Du auch. So. Oh. Hi, warte noch mal ganz kurz, weil ich glaube, der andere hier will mich gerade auch noch ficken. So, sorry, bin schon wieder da. Hallo, Dusk. Ich weiß. Geste. Tiefe Verbeugung. Cool. Das habe ich schon. From my home I was taken, banished to a plane of distortion. It was there that thou came to my rescue, long after I had relinquished all hope. So gleeful was I. My faith reneweth. Ich hab mir jetzt wahrscheinlich noch das mit dem Broken... Negating all but thyself. Dost thou not find some fascination in these discrepancies? The sorceries of Ulysses, it is born thine, is that... If thou art... Ich dachte, die erzählt mir jetzt noch irgendwas. I am Dusk of Ulysses. It is an honor I shall... Moment. Thou art in me. Sekunde. Sekunde. Ja. Ich habe das Gefühl, das war jetzt eben noch das Gespräch, was gekommen wäre, wenn ich sie vor dem DLC beschworen hätte. Und eben noch nicht das, was kommt, wenn man sie nach dem DLC beschwört. Deswegen wollte ich einmal kurz hier resetten. Ich weiß. My home of Ulysseal was reduced to ashes long ago in my time. I have been alone ever since. But to be summoned thus and to be of service to thee, it is most rewarding. Oh, forgive me. Such a long pastime is none of thine concern. This may strike thine ear as somewhat peculiar, but long ago, in my homeland of Ulysseal, I was beset by a creature from the abyss. I would have perished then, were it not for the great knight Artorius. In truth, I saw little of what transpired, for mine senses were already fled. But even still, there was something about Artorius, a certain balance of the humors that quite perfectly fits your semblance. Heavens! Could it be that? Oh, dear me. That was Ulysseal, many centuries ago. Please excuse my fanciful musings. Okay, ja, sorry. Es war nämlich nicht Artorius, der dich gerettet hat, sondern ich, Bitch. Und, ich glaube, das bestätigt ziemlich meine Theorie, dass ich in der Zeit zurückgereist bin in den DLC, was ich wirklich äußerst cool finde. Gut, liebe Leute, dann, was hat sie gerade noch gesagt? Okay. Wir haben den DLC geschafft. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich Calamite noch machen werde, aber mal gucken. Ich mache jetzt erstmal diese schätzungsweise, also zwei Parts werden das bestimmt mit Nebenkram, bevor ich ins nächste Storygebiet gehe. Ich rechne einfach mal mit drei Parts, besser ist.
Also so 2 bis 4 Parts werden jetzt erstmal optionaler Kram noch kommen. Und wenn ich dann Lust habe, nochmal Calamir zu probieren, dann kann ich das ja vielleicht nochmal machen. Aber wirklich ein ganz, ganz dickes vielleicht, weil ich habe eigentlich echt keine Lust auf ihn. Und diese 60.000 Seelen sind es mir dann irgendwie auch nicht wirklich wert, offen gestanden. So, und genau hier oben, hier auf dieser Brücke, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und dann mache ich im nächsten Part erstmal diese beiden Kleinigkeiten, die ich angesprochen habe, bevor wir danach die beiden großen machen. Bis dann und auf Wiedersehen.